Zukunftsgewandte Architektur ist für mich, wenn wir uns überlegen, wie ein städtischer Raum für die Bevölkerung gestaltet sein muss. Und zwar nicht nur für die Bevölkerung, die dort wohnt, sondern für die gesamte Stadtbevölkerung. Wie hält man sich denn gerne in der Stadt auf? Was brauchen wir für Räume? Und was brauchen wir auch für eine Gestaltung der Stadt, dass die Stadt als angenehm und wohnenswert empfunden wird? Ich finde, dass der Weg, den wir hier eingeschlagen haben, gut ist. Dass die Annäherung an den Stadtgrundriss, das ist für mich das zentrale Thema. Da müssen wir unbedingt weiterkommen, um die Beziehungen zwischen den Plätzen und den Gebäuden besser zu erschließen, für den Fußgänger besser erlebbar zu machen. Und dass wir auch die Identität in der Stadt weiterentwickeln und dabei auch offen sind für Diskussionen, was ist denn für die Potsdamer wirklich das, was uns als Stadtgesellschaft auf unsere Stadt stolz macht.